Ja, und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3 Custom Level Lara Croft Returns Episode 1. Ja, es ist ja 3 Tage, glaube ich, jetzt nichts mehr gekommen. Tut mir eigentlich leid. Das heißt eigentlich, es tut mir voll leid. Genau. Ich wusste nicht, dass man hier dranhangeln kann und ja. Ich habe jetzt die ganzen Tage, die 2 Tage oder die 3 Tage, 3,5 oder so, keine Ahnung, verbracht, herauszufinden, was ich hier machen muss. Und ich dachte mir immer, ja, vielleicht ist hier irgendwo eine Kiste, die man herausschieben kann aus der Wand, aber nee. Ich kam einfach nicht weiter und dachte mir, soll ich das jetzt abbrechen, das Projekt hier? Aber nee, wollte ich nicht. Was mache ich da gerade? Ach so, hier. Ja, und dann kam mir, weiß ich nicht, irgendwie die Idee, ich kann da hinten mich festhangeln. Dann habe ich es mal hier dran probiert. Und, was mache ich da? Ich habe alles falsch gemacht. Oder? Ah, ich bin doof. Ich hätte trotzdem hier weiterhangeln können, aber egal. Egal. Jedenfalls kommen wir jetzt endlich da hoch. Ja, ich bin einfach nicht drauf gekommen. Ich weiß nicht, wieso. Also, ich glaube nicht, dass man direkt darauf kommen würde, dass man sich hier hangeln könnte. Ah, okay. Muss ich nochmal hier lang. Ja, keine Ahnung. Da hinten, da wo der Kristall ist, ich habe versucht, da hochzuspringen, aber die Lara konnte nicht hoch genug springen und dann hatte die sich da irgendwie festgeklammert, also genauso wie hier jetzt. Und da dachte ich mir, hä, wieso kannst du da dran hangeln? Und dann kam mir die Idee, könnte ich ja auch mal hier probieren und es hat geklappt. Ja, und jetzt kann es ganz normal wie jeden Tag weitergehen. Ah, das hat mich schon ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Und ich wollte auch wirklich abbrechen, aber Gott sei Dank ist dem nicht so. Endlich jetzt weiter und ja, darauf muss man erstmal kommen, ne? Also ich habe wirklich 2 Tage oder 3 Tage auch vielleicht geguckt, was man hier machen muss. Aber egal, wir haben es ja jetzt geschafft. Wir haben es geschafft, geschafft, geschafft. Gott sei Dank. Also ich bin auch echt froh, wenn ich aus diesem Raum weg bin, weil ganze 2, 3 Tage hier verbringen ist auch nicht so toll. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, geil. Das muss direkt gespeichert werden. Boah, geil. Fortschritt. So. Und da unten haben wir ja auch schon eine Tür gesehen. Da müssen wir wahrscheinlich so einen Hammer einsetzen. Okay, es geht nicht weiter hoch. Da muss ich wahrscheinlich rückwärts springen. Jupp. Oh, es ist ziemlich dunkel. Okay, irgendwas ist aufgegangen. Will ich da rein? Ich muss da ja rein. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Da kommen wir ja her. Ja, ist das gleiche. Ach, wir sind jetzt in der Mitte oben im Raum. So. Ach so, so. Ja, liegt denn hier irgendetwas? Ah, eine Brechstange. Ach so, dann braucht man halt nur eine Brechstange. Ich dachte, man braucht einen Hammer. Aber ja. Cool. So. Ich möchte hier raus. Ich bin gefangen. Nein. Ich kann dann direkt wieder hier hoch. Oder? Ach so. Falsche Richtung natürlich. Lara, bitte. Keine Faxen hier machen. Wir möchten ja schließlich vorankommen. Düt, düt, düt. So, dann geht das schneller. Yay. Und ich dachte auch die ganze Zeit, man müsste irgendwas hier mit diesen LKWs oder keine Ahnung machen. Aber ja, hat sich ja jetzt anders herausgestellt und dann können wir jetzt das Brecheisen benutzen und dann endlich von hier verschwinden. Willst du es auch einsetzen, Lara? Genau, die Karte wollen wir nicht benutzen. Ja,
noch so. Wenn die Musik kommt, dann kommt da meistens einer, aber... egal. Kommt dann halt keiner. Soll mir recht sein, dann spare ich ein bisschen Munition. So. Ich habe einen Hahnmund. Ekelhaft. So. Ach du Scheiße. Stacheldraht. Ja, ja. Immer diese Bösewichte, die diesen Stacheldraht immer einsetzen. Oh, warte, warte. Oh, es glänzt. Will ich darüber? Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall speichern nochmal. Ach so. Oha. Oh Gott, da hinten ist Feuer. Nicht, dass das Feuer jetzt hier reinkommt. Oha, Lara, warum bist du so lahmarschig? War die immer schon so lahmarschig? Normalerweise geht die doch schneller dadurch, also... ja. Ja. Dann warten hier mal durch hier. Warten wir mal hier durch. Hört sich auch komisch an, ne? Wir warten durchs Wasser. Ja. Feuer. 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 Wow. Seht ihr das, wie sich das hier bewegt? Das muss ja tierisch heiß sein. Da möchte ich auch nicht hin. Na komm, Lara. Geht's weit hoch? Oha. Na. Wo führt mich das hin? Na komm. Bitte kein schlimmer Ort. Also das da unten hat mir schon gereicht. Mit den 3 Tage herumlungern. Wie, hey. Nicht in diesen Ton, ja? Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Hast du eventuell einen Schlüssel? Ich glaube, der hat gar nichts. Außer eine Waffe in der Hand. Was war das denn? Schlüssel. Ja. Schlüssel? Ach so, man kann da hochklettern. Na dann. Oh, wir können schon durchgucken. Ah, diese Tomb Raider... ich weiß nicht, kommen die auch in Tomb Raider 4 vor, diese Türen? Ich meine, die kommen nur in die Chronik vor, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Ich habe es ewig nicht gespielt. So, dann klettern wir hier erstmal hoch. Oder liegt hier noch irgendetwas Nützliches? Nein. Dann ab rauf, Lara. Ist ja eine coole Leiter hier. So. Immer wenn Musik eintritt, ich erschrecke mich so, ey. Menno, das ist aber nicht fair. Muss. Oh Gott, ich habe nicht mehr so viel. Ja, 256 Shotgun-Money. Ja, da gab es so eine Stelle mit einem Geheimnis. Da lag unter Wasser Shotgun-Money. In dem Wasserraum, wo wir schon waren in der letzten Folge. Lag da einfach mal so Shotgun-Money und ich dachte mir, hä, ich habe die doch gerade erst aufgehoben. Dann dachte ich mir, ja, machst du noch ein paar Mal. Und dann habe ich auf die Munition geguckt und dann war tatsächlich so viel Muni. Man kann unendlich viel nehmen, das ist voll cool. Ah, hätte ich vielleicht bis 1000 machen sollen? Wahrscheinlich schon, oder? Eigentlich... oh Gott. Das gefällt mir nicht. Speichern. Oh, geile Musik. Tomb Raider 3 Musik. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel. Oh Gott, seht ihr das? Nein, nicht schon wieder U-Bahnen. Nein. Nein. Ich hoffe, es kommt keine U-Bahnen. Nein. Okay, da geht's nirgends lang. Ich habe da hinten einen Schalter gesehen. Wie komme ich denn hier runter? Das sieht nämlich sehr tief aus, muss ich sagen. Kann ich hier irgendwo runterklettern?
Ich spring einfach runter. Halt dich fest. Ach so, ist gar nicht so tief. Na dann. Okay, da ist auch nochmal ein Schalter. Oh Gott, hallo? Wie viele Schalter gibt's denn hier? Jetzt weiß ich auch gar nicht, wen ich zuerst betätigen soll. Unten ist Wasser, ja. Ich guck mich erstmal in dem Raum nochmal um. Oh, ich muss noch einkaufen, Leute. Der Supermarkt macht bald zu. Nein. Schalter. Noch ein Schalter. Ey, was wollen die alle mit ihren Schaltern? Oh, da liegt da was? Irgendwas Rotes? Achso, das ist nur ein Alarm wahrscheinlich. Ja, was mache ich zuerst? Das hier? Also es sieht auf jeden Fall so aus, als ob das Wasser eiskalt wäre. Ich werde dann mal hier draufklicken. Wie, hey? Ja, super. Wo denn? Stör. Hallo? Hä, wie viele... Vier Schüsse, willst du... Boah, Penner. Ja gut, was hat mir das jetzt gemacht? Ja, dass der Alarm angegangen ist, ne? Wenn ich das nochmal mache? Hm, ich glaube, ich lasse das einfach mal so. Ich weiß ja nicht, wozu... Ist da irgendwas aufgegangen? Oder habe ich es mir gerade eingebildet? Ich habe es mir wahrscheinlich nur eingebildet. Ich wäre dann noch paranoid. So, gucken wir mal, was hier passiert. Aha. Da ist voll was passiert. Aber sowas von. Boah, dieser Alarm, ne? Kann sein, dass dahinter noch eine Tür war. Gucken wir mal. So. Und? Ja, anscheinend war da noch eine Tür. Hinter. So, dann können... Boah, dieser scheiß Alarm, ne? Ich lass den jetzt einfach mal. Ja. Ich weiß jetzt echt nicht, wo lang... wahrscheinlich hier nicht. Aber man sollte sich trotzdem mal umschauen. Vielleicht liegt da ja was. Also, was ist denn hier? Ein Schalter... Und hier sind Schienen. Oh, das ist Harpunmunition. Gut, dann werde ich da wahrscheinlich noch hinkommen. Leider. Ich hoffe, es kommen keine Züge. Das hat mir schon beim letzten Mal gereicht. So. Oh, ich hätte noch warten sollen. Egal. Egal. Oh, es wird dunkel. Es wird aber sehr, sehr dunkel. Ich hoffe, hier liegt nichts Brauchbares. Ich glaube, ich mache dann nochmal so einen extra Speicherstand, falls das falsch war. Wo geht's hier lang? Hallo? Hä? Hä? Wo geht's hier lang? Hallo? Ach so. Ah. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Lara. Oh Gott, hallo. Ey, die wendet auch so langsam. Oh Gott, wollt ihr mich... Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Oh. Luft. Dankeschön. Will ich denn schon hier hin? Was? Ach du Scheiße. Geil. Stirb. Was? Hallo, stirbst du mal? Achtmal geschossen, sechsmal, keine Ahnung. Stirbst du jetzt mal bitte? Komm, stirb jetzt. Hey. Ja, danke schön. Danke vielmals. Oh, ich habe eine Nachricht auf Twitter. Ach so. Ja, egal. Schau ich später nach. Oh, da ist eine verschlossene Tür. Sollte ich jetzt eigentlich hier hin? Weil da war jetzt noch so ein kleiner Weg. Lag da was unten? Ah ja. Okay. Okay. So. Das wollte ich eigentlich nicht, aber... Oh, Lara, bitte. Ey, die Lara, ne? Die macht mir richtig Hass manchmal. Die macht mir richtig Hass manchmal. So, da war doch noch so ein komischer Weg, oder nicht?
Oder? Hä, da war doch ein Weg, oder nicht? Hä? Ach so, da. Ach so, da. Ja, hier. Lara, bitte. Genau, hier war ja noch was. Ich weiß jetzt. Ja, super. Bin ich jetzt deswegen nur hierher gekommen? Was liegt denn da? Muni, okay. Oh, schnell raus hier. Ach du Scheiße. Nein. Ah, Fackeln, ja, okay. Die Fackeln werde ich mir jetzt nicht mehr holen, denn ich möchte schnellstens hier raus. Oh Gott, die Luft. Lara, bitte. Bitte. Also die Fackeln hole ich mir jetzt nicht nochmal. Ich hoffe, ich bin ja auch richtig lang gegangen. Nicht, dass da noch irgendwo ein anderer Weg war. So, was haben wir denn hier Schönes? Leichen? Aua. Und Gott, wir haben schon 9:15. Ich muss noch einkaufen. Oh, Lara, fall da nicht runter. Lara, du möchtest. Sch Boah, Sprachfehler. Du möchtest Zeit schinden. Okay. Hä, die rutscht doch da runter, oder nicht? Was? Das habe ich nicht kommen sehen, wie man gesehen hat. So, Laura, bitte. Wir sind doch schon ein bisschen vorangekommen, aber. Ach so, ich hätte gar nicht springen brauchen, na dann. Na dann ist ja gut. Hast du denn was verloren? Das wäre echt sozial, aber nö, du bist ja asozial. Ein Schalter. Ein Kristall. Na klar, ja. Na klar, so. Betätigen. Oh Gott, wo? Wo? Lara, gehst du auch bitte. Die Lara möchte nicht runter. Habe ich das richtig gehört? Die Tür ist gerade zugegangen. Müsste der Schalter jetzt aber auch. Was? Das ist doch nicht. Nee. Nein. Okay, es ist ein Time Run, wie ich sowas hasse. Ich hasse Time Run. So, nochmal. Schneller. Ja. Ey, willst du mich verarschen? Kriech doch mal. Oh, alter Falter. Kommt sie denn hier raus? Was? Die kommt hier nicht raus. Menno. Immer geschmeidig bleiben. Ach so, ich dachte, da kann man da raus. Nö, leider nicht. Leider nicht. Boah, jetzt muss ich mich aber sehr beeilen und nicht die Tasten verwechseln. Ey, das ist doch so unfair, ganz ehrlich. So, Lava, hinne, mach hinne jetzt. Ach so, da oben. Durch. Jo. Alter, ich hab's geschafft. Ho. Ist das nicht cool? Und ich höre den Alarm schon wieder. Hätte ich den mal ausgelassen. Aber egal, man kann ja nie wissen, wozu ein Schalter noch so gut ist. Und eine Minenlore? Nein. Muss ich jetzt mit einer Minenlore fahren? Was? Ich muss mit einer Minenlore fahren? Nein. Egal, es kann ja ganz witzig sein. Oh gut, dass ich hier reingegangen bin. Das ist der Schlüssel, den ich brauche. Ich frag mich, wie dieses wie lange das Level hier noch geht. Okay. Da geht die Tür auf einmal auf, nur weil ich den Schlüssel aufhebe. Ja. Oh. Sieht ja ganz nett aus. Irgendwie. Ich gehe einfach mal hier rein. Oh. Okay, hochfahren. Oh Gott, das sieht ja sehr tief aus. Oh. Nein. Ja, da bin ich wieder. Mein Spiel ist gerade abgestürzt. Zweimal. Das habt ihr jetzt natürlich auch nicht gesehen. Ja, ich wollte da runterspringen.
Dann habt ihr ja gesehen, mein Spiel ist abgestürzt. Und ja, dann hatte ich mein Spiel nochmal geladen. Dann bin ich hier, wollte ich da reingehen, dann ist das Spiel schon wieder abgestürzt. Also niemals da reingehen, Leute. Aber ich würde sagen, es reicht erstmal für diese Folge. Wir sind ziemlich weit gekommen, muss ich sagen. Und ich bin endlich froh, dass ich da aus diesem Ort raus bin. Weil, ja, 3 Tage oder 2 Tage gebraucht, um da klar zu kommen. Und dann, ja, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis dann, Leute. Ciao, ciao und nochmal ciao.